erzählt, dass ich von... Was erzählt? Wie war das? Nichts. Vige Poro, Proirica, tu Patricio, un po' di Enfa. Grab ist größer, als ich dachte. Er muss hier irgendwo sein. Hab keine Angst. Ich gehöre nicht zu denen. Das heißt nicht, dass du mich nicht trotzdem umbringst. Du bist das nur für dich selbst. Sokrates ist mein Freund. Wirklich? Beweise es. Ich bin noch nie einem so klugen Menschen wie Sokrates begegnet. Unsere Gespräche geben mir immer noch lange zu denken. Du kennst ihn, ich verstehe. Verzeih, dass ich zweifelte. Was wollten diese Männer von dir? Aus irgendeinem Grund wollten sie diese Schriften von Sokrates. Nun, ich habe sie geschrieben, aber es sind seine Worte. Ein ausgefallenes Beutestück. Einer von ihnen war ein Großmaul. Er erwähnte die Priester im Heiligtum der Athener Pronea. Er meinte, das wäre das Letzte, was sie brauchen, um Sokrates loszuwerden. Ich kümmere mich um die Priester. Danke. Und, nun ja, bitte gib dies Sokrates. Nach allem, was ich von ihm gelernt habe, schmerzen mich diese Worte. Aber ich habe eine Familie. Worum es auch geht, ich darf mich in nichts verstricken lassen. Dann willst du also nicht länger sein Schüler sein? Ich schätze, ich habe keine Wahl. Vielleicht ändert sich das eines Tages. Ich werde ihm diese Schriften überbringen. Danke. Und bitte beschütze ihn. Ohne ihn wäre diese Welt ein schlechterer Ort. Der Schüler hat mich auf etwas gebracht. Xantippe erwähnte ein Symposion. Vielleicht kann ich die anderen Teilnehmer dazu bringen, Sokrates zu helfen. Ich bin mir nicht sicher, warum die Priester Sokrates loswerden wollen. Thank you.
Es ist schön, dich wiederzusehen. Gleichfalls. Lilaya ist die Tochter des Kephisos, dem Flussgott. Man sagt, sie lebe in diesen Gewässern. Dir, richtig? Periktione sagte mir, du seist die Befehlshaberin. So wie ich das sehe, scheinen du und deine Schwester nicht auf Augenhöhe zu sein. Heri würde eher ins Gebet vertieft sterben, als meinen Rat anzunehmen. Manchmal braucht es eine beruhigende Stimme, die uns sagt, alles wird gut, anstatt uns mit der Realität zu konfrontieren. Und nun warten wir auf die Schlachtbank, ohne etwas zu unternehmen. Ich muss mich auf den Kampf vorbereiten und die anderen hoffentlich auch. Unterrichtest du mich? Deine Schwester sagt, du seist die Befehlshaberin. Sehen wir, ob du wie eine kämpfst. Ich bin bereit. Bei den... Halte dich nicht zurück, hörst du? Nun, das war demütigend. Die Söhne des Xerxes sind nicht so gütig. Nein, es ist eine gute Warnung. Eine, die Peri gebrauchen könnte. Die große Schwester weiß es besser. Klingt, als würde sie dir das Leben schwer machen. Das kann man wohl so sagen. Ich mache die Drecksarbeit und sie ist die Heldin. Nun bist du die Heldin. Ich kann nur hoffen, diesem Titel gerecht zu werden. Ich habe zu lange Soldatin gespielt und bin nun die Perseus, während ich mich wie Andromeda fühle. Ein Dorf von Frauen, das von den Soldaten zurückgelassen wurde und nun das Schwert ergreifen muss? Stoff für ein Lied. Mich schert nicht, welche Lieder sie über meine Taten singen. Ich will meine Schwester und das Dorf beschützen. Und wenn es mein Leben kostet, ich werde kämpfen. Kümmern wir uns um das, was ansteht. Es gibt noch viel zu tun. Du hast recht, aber wo anfangen? Ich muss die anderen für den Krieg ausbilden. Aber wir haben weder Waffen noch Rüstungen und keinen Schmied. Aber seine Tochter ist noch hier. Und was ist mit den Jägern? Wir müssen für Ersatz sorgen. In der Nähe gibt es ein Lager. Vermutlich leben dort die Töchter der Artemis. Sie sind nicht gerade freundlich, also mieden wir sie bislang. Ich erledige das. Die Waffen herstellen. Aber keiner fragt, ob ich weiß, wie das geht. Oh, wer bist du? Eine von der Archon angeheuerte Söldnerin. Oh, deswegen kenne ich dich nicht. Ich bin Metiadusa. Bitte mich jetzt nicht um neue Waffen oder eine neue Rüstung. Keine Sorge, aber der Rest des Dorfs braucht sie. Oh, noch schlimmer. Ich dachte, du wärst die Schmiedin des Dorfs. Warum so zögerlich? Ich bin keine Schmiedin. Mein Vater ist Schmied und mein Bruder sein Lehrling. Ich hole nur das Holz, wenn sie es brauchen. Ach, und jetzt erwartet jeder von mir, dass ich das Dorf bewaffne. Kann ich dir irgendwie helfen? Die Werkzeuge von Pater müssen hier irgendwo sein. Aber ich brauche Erz. Und selbst dann kommt vielleicht nur Unsinn dabei heraus. Welche Art Erz benötigst du? Im Prinzip würde jede Art funktionieren, aber... Aber... Mein Pater schmiedete für meine Mater einen Dolch aus einem legendären Material. Aphrodites Erz. Klingt merkwürdig, ist aber so. Ich werde Aphrodites Erz besorgen. Thank you.
Wer braucht Demokratie, wenn das Geld die Welt regiert? Das muss die Höhle sein. Jetzt weiß ich, warum es Aphrodites Namen trägt.
sollte Mediadusa eigentlich genügen. Zeit für... Ist die ganze Jagdgesellschaft? Lelaya hat nur uns, denn die Söhne des Xerxes haben unsere Männer und Söhne getötet. Du musst die Söldnerin sein, die Perictione angeheuert hat. Die bin ich. Wir sind keine von deinen üblichen Schwergewichten, aber wir haben Erfahrung im Töten. Nun, wir können fischen. Das ist ein Anfang. Wir sind bereit. Hast du alles, was du brauchst? Ja, holt eure Bögen. Wir brechen auf. Erzählt von Lelaya. Wir sind gesegnet durch das Wasser des Kefis und von Aphrodite selbst, denn sie ist die Quelle der Schönheit. Alle ich töte dich! Fischt in den Seen und Flüssen? Aber nicht genug, um ganz viel Eier zu versorgen. Und darum brauchen wir dich. Gibt es weniger Wild, seit die Söhne des Xerxes hier sind? Wir haben auch Fische und Früchte umgestellt. Das reicht fürs Erste. Tiere schreien nicht und bitten nicht um Gnade die Menschen. Die Söhne des Xerxes werden sich nicht für sie interessieren. Dennoch geben Tiere Nahrung. Vielleicht ist ihre Zahl geringer, als wir glauben. Sie mögen nicht genug Pfeile besitzen, um die Sonne zu verdunkeln. Doch sie haben genug, um alle Einwohner Lelayas zu bekämpfen. Wir sind da. Hier in der Nähe soll ein Meer... Wenn ihr gegen Bären kämpft, seid wachsam. Kämpft ihr aggressiv, sucht das Weite.
Dank. Ich habe viel vom Bogen gelernt. Aphrodite mag uns versorgen, doch Artemis handelt. Lilaia ist ein wunderbarer Ort. Ich bin froh, dass ich dazu beitragen kann, es zu schützen. Danke. Das sollte euch für eine Woche durchbringen, aber es gibt noch viel, das für Lilaia getan werden muss. Ja, ich habe es. Fabelhaft. Ich fange gleich an. Wird das für das Dorf ausreichen? Es ist ein guter Anfang. Oh, da fällt mir ein. Ich habe ein Problem. Du und der Rest von Lilaia. Ich bin allein und muss meine Zeit zwischen Waffen und Rüstung aufteilen. Das dauert aber sehr lange. Es ginge viel schneller, wenn ich nur eins davon tun müsste. Worum soll ich mich kümmern? Waffen oder Rüstung? Ohne Waffen können wir keine Banditen töten. Hoffen wir, dass ihre Schützen schlecht sind. Ja, du hast recht. Deine Zuversicht gibt mir Hoffnung. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe für die Frauen getan, was ich konnte. Ich sollte zu... Wir müssen strategisch... Adlerlegende, wie schön. Du bringst meine Schwester bestimmt zur Vernunft. Die Jagdgesellschaft hat mir erzählt, dass sie feindliche Pfeile an der Grenze zum Dorf gefunden hat. Späher. Sie sollen die Schwächen von Lilaias Verteidigung auskundschaften. Und davon gibt es leider genug. Genau das habe ich Peri gesagt. Wir müssen die Späher töten. Selbst wenn wir die Söhne im Kampf besiegen, werden die Späher uns im Schlaf die Kehlen durchschneiden. Wenn alle im Kampf fallen, wird es kein Dorf mehr geben. Agnodike erwähnte feindliche Waffenlager. Wenn es uns gelingt, sie zu zerstören, rauben wir unseren Gegnern die Basis. Wir müssen das jetzt erledigen. Was ist wichtiger? Die Späher oder die Vorräte? Ich kümmere mich um die Späher. Wir können keinen Hinterhalt gebrauchen. Das ist eine Entscheidung, die viele Risiken birgt. Aber wenn du gehen musst, dann geh. Bist du bereit? Wir sprechen uns danach. Was sagen die Spartaner nochmal? Mit dem Schild oder auf ihm? Mögen die Götter deine Schritte und dein Schwert leiten. Die Vorräte zu vernichten. Strategisch. Bei der Suche nach Speeren herumfahren.
Ich muss mit Ihnen sprechen. Vielleicht kann ich Sie dazu bringen, sich für... Nehmen Schüler nicht das auf, was ihre Lehrer ihnen beibringen? Was, wenn der Lehrer falsch liegt? Werden dessen falsche Lehren dann nicht über Generationen hinweg weitergegeben? Du setzt voraus, Schüler seien nicht weise genug, die Schwächen ihrer Lehrer zu durchschauen. Denke an die, die vor uns kamen. Erst Thales, dann sein Schüler Anaximander und danach Anaximenes. Ohne die Lehren seiner Vorgänger darf man wohl davon ausgehen, dass Anaximenes nicht zu den von ihm gezogenen Schlüssen gelangt wäre. Das glaube ich ganz und gar nicht. Vielleicht kann dieses neue Gesicht eine andere Perspektive bieten. Ich verstehe nichts von dem, was du sagst. Ist das so? Dann lass es mich rasch vereinfachen. Thales lehrte Anaximander, der Anaximenes lehrte. Würdest du nicht zustimmen, dass Schüler aus den Fehlern ihrer Lehrer lernen? Die Namen, die ihr da eben erwähnt habt, sagen mir gar nichts. Es ist nie zu spät, um dazu zu lernen. Und für eine Antwort muss man gar nicht wissen, wer sie sind. Besteht nicht die Gefahr, dass falsche Ideen weitergegeben werden, wenn ein Schüler nicht die Weisheit besitzt, selbst nach der Wahrheit zu suchen? Wenn wir anderen zuhören und jedes Wort für bare Münze nehmen, liegt die Schuld allein bei uns. Also egal, ob nun Schüler oder Lehrer spricht, wir müssen stets Zeit darauf verwenden, nachzuprüfen, ob das Gesagte überhaupt wahr ist. Deine Erscheinung verrät dich, Söldling. Offenkundig hast du deinen eigenen Lehrer gewählt. So etwas in der Art. Er ist der Grund, weshalb ich hier bin. Sokrates braucht eure Hilfe. Sokrates? Ha! Wenn du eine Debatte möchtest, es dürfte uns schwerfallen zu entscheiden, wer diesen Mann mehr hasst. Warum sollten wir ihm helfen? Es spielt keine Rolle, ob er euer schlimmster Feind ist. Wenn sie jemanden wie Sokrates nur seiner Worte wegen einsperren, wer sagt dann, dass sie das nicht auch mit euch machen? Wir sollen ihm also aus der Angst heraus helfen, selbst eingesperrt zu werden? Es schert mich nicht, warum ihr helft. Hätte ich seinen Namen nicht genannt, hättet ihr seine Verhaftung dann für gerechtfertigt gehalten? Wenn es so ist, wie du sagst, und es nur an seinen Worten lag, dann nicht. Und habt ihr keine Angst, es könnte euch genauso ergehen? Natürlich. Wenn wir nicht frei sprechen können, was bleibt uns dann noch? Wenn ihr das glaubt, solltet ihr helfen. Schön, schön. Du hast einen Punkt vorgebracht und das auch noch sehr gut. Sokrates verdient unsere Hilfe, aber wir leisten sie nicht leichtfertig. Das macht sie sogar noch wertvoller. Wir gehen los und trommeln noch mehr zusammen, damit unsere Stimmen auch gehört werden. Ob du es glaubst oder nicht, wir sind gut darin, eine Szene zu machen. Wenn ihr wie Sokrates seid, glaube ich das gern. Nanu, ich habe noch nie gesehen, dass die sich so leicht überzeugen lassen. Interessant. Ist das so? Dann sollte ich wohl stolz sein. Ich bin überrascht, hier ein Kind zu sehen. Gibt es ein Alter, ab dem es in Ordnung wäre, zu debattieren? Was ist mit dem Abend vor jenem Geburtstag? Sollten wir uns, dadurch, wie die Welt uns sieht, von dem abhalten lassen, was wir gerne tun? Nun? Ich kann mich nicht einmal mit einem Kind normal unterhalten. Das Normale macht doch keinen Spaß. Sieh dich um. Alle hier wollen das Gleiche. Kopfschmerzen? Debattieren. Du bist das erste Kind, das ich treffe, das lieber debattiert als spielt. Verrate es nicht den anderen. Aber ich bin neidisch, dass du von Sokrates lernst. Eines Tages will ich das auch. Du bist auf dem richtigen Weg. Wie heißt du? Aristokles. Obwohl mir dieser Name noch nie wirklich gefallen hat. Er klingt wie zahllose andere, die ich in und um Athen gehört habe. Warum nimmst du keinen anderen an? Kann ich das denn? Mein Bruder hatte immer Schwierigkeiten, meinen Namen auszusprechen. Deshalb nannte er mich Plato. Vielleicht benutze ich den. Gefällt mir. Danke. Nun, ich eile besser den anderen nach. Chere. En fave esmenu gun. Apase esimik.
Sobald wir den Verbündnis haben, ergänzen wir ihn ein paar andere. Das müssen die Priester sein, die die Schläger angewendet haben und Sokrates wissen.
Müssen die Priester sein, die die Schläger angehört haben und so verletzt werden. Wenn alle Priester tot sind, werden sie nicht mehr gegen Sokrates aussagen können. Sie sollte zurück zu Sokrates. Die Verhandlung beginnt. Ich habe sie alle erledigt. Jetzt kann ich besser schlafen. Ich sorge mich immer noch wegen ihrer kämpferischen Überzahl. Doch vielen Dank. Das war entscheidend. Wie weit sind wir? Wir werden angegriffen. Tia und ihre Krieger halten sie auf, aber wir brauchen Verstärkung. Wir sind so weit, wie wir sein können. Los, ich bleibe bei denen, die nicht kämpfen können. Hier entlang! Wir stecken an den Felsen fest!
Wir haben es geschafft. Doch zu welchem Preis? Tia, so ist der Krieg. Wir haben sie getötet. Aber wie? Ich erinnere mich nur daran, über die Erschöpfung hinaus die Waffe geschwungen zu haben. Wie gut, dass du diese Späher getötet hast. Gut, dass es vorbei ist. Auch wenn ich nicht in der Gunst der Götter stehe. So schnell bin ich nicht zu töten. Gehen wir zurück nach Melaya. Dort drüben. Harry! Hier. Ich bin hier. Alles ist gut. Es ist vorbei. Wir haben sie zurückgeschlagen. Jetzt müssen wir nur noch die Leichen verbrennen. Du hast meine Schwester und mein Dorf beschützt. Dafür werde ich dir ewig dankbar sein. Wir haben einander beschützt. Wie sollen wir dir das je vergelten? Vielen Dank, Söldnerin. Hier, die versprochenen Drachmen.
Du bist in Ilaya immer willkommen. Mein Großvater ist nicht weit von hier gestorben. Er hat diesen Ort vor den Persern verteidigt. Cassandra, sprich bitte vor deiner Abreise mit mir. Du findest mich beim Wasser. Und jetzt können wir mit dem Wiederaufbau beginnen. Es ist wunderbar, dass es jetzt hier wieder so friedlich ist. Und dank dir wird es auch eine Weile so bleiben. Ich kann keinen Frieden versprechen. Aber wir verdanken dir die Mittel, ihn zu bewahren. Es war schön, dich kennenzulernen. Ich danke den Göttern, dass sie dich hierher geleitet haben. Was wirst du jetzt tun? Jemand muss bleiben und für die Sicherheit von Lelaya sorgen. Ich werde die Kinder im Kampf ausbilden. Noch einmal werden wir nicht überrascht. Es gäbe keine bessere Feldherrin. Chere, Cassandra aus Sparta. Mögest du lange leben. Sokrates, du bist hier. Das bin ich. Was ist geschehen? So schnell kann die Verhandlung nicht stattgefunden haben. Hätte ich die Gelegenheit gehabt, mich selbst zu verteidigen, wäre alles rasch vorbei gewesen. Doch leider ließ man mich schon vorher frei. Das sind gute Neuigkeiten. Offenbar wurden jene, die eine Anklage gegen mich vorbrachten, tot aufgefunden und ihre angeblichen Beweise gegen mich sind verschwunden. Das klingt eher, als würde jemand auf dich aufpassen. Es gab auch Leute, die gegen meine Verhaftung protestierten, wurde mir gesagt. Ich muss das fragen. Hattest du etwas damit zu tun? Ich soll töten, stehlen, Proteste einfädeln? Ja. Das klingt nach mir. Aber diesmal war es jemand anders. Gut gefragt zu haben. Und, hast du eine Antwort auf die Worte der Pythia gefunden? In der Tat. Ich dachte, es würde viel länger dauern. Aber in dem Augenblick, als ich nicht mehr darüber nachdachte, traf es mich wie ein Blitz des Zeus. Wir sollten dich nach Hause schaffen. Dort hast du es bestimmt bequemer. In vielerlei Hinsicht wird dem so sein. Was den Rest betrifft, darüber entscheidet Xantippe. Es ist schön, frei zu sein, aber ich glaube, Xantippe wird sich nicht freuen. Diesmal hat sie allen Grund, sauer zu sein. Wir streiten oft darüber, dass ich vorsichtig sein muss, was ich wann und wo sage. Jetzt wird sie das noch viel öfter ansprechen. Das klingt nicht sehr unterhaltsam. Oh, du missverstehst mich. Ich liebe das. Tust du? Die Leute sehen Xantippe und glauben, es wäre ihre Schönheit gewesen, die mich anzog. Aber ich lechze nach ihrer Streitlust. Mir gefällt die nie jemandem.
Wenn meine Meinung angezweifelt wird, hilft mir das, sie zu verfeinern und als Person zu wachsen. Und ihr gefallen diese Streits auch? Oh, das bezweifle ich. Aber in diesen feurigen Momenten ist ihr Geist am stärksten, wie ein ungezähmtes Pferd. Sag ihr das mit dem Pferd nicht ins Gesicht. Ich fürchte, dein Rat kommt ein bisschen zu spät. Bring dich in Sicherheit. Lass dich genüsslich aufbluten! Ich schlachte dich ab! Manchmal schwer zu sagen. Gehen wir schnell zurück, bevor noch mehr passiert. Du bist zurück. Endlich. Ich bin bereit, wieder nach Athen zu gehen. Ich habe genug von Phokis und diesem Gerede über die Pythia. Es wird dich freuen zu hören, dass ich ihre Worte nicht länger brauche. Ah, dann hatte diese ganze Sache ja doch noch etwas Gutes. Da fällt mir ein Schüler von dir hat Notizen von deinen Lehren gemacht. Er wollte, dass du sie bekommst. Warum hast du das getan? Niemand bat ihn darum, meine Worte niederzuschreiben. Und wenn schon, heb sie doch auf. Teile sie mit anderen. Ich kann nicht, wegen einer Geschichte, die man mir als Junge erzählt hat. Was war das für eine Geschichte? Der ägyptische König Thamus erhielt Besuch vom Gott Teut. Teut bot dem König die Erfindung der Schrift an und sagte ihm, es wäre ein Wundermittel, um die Erinnerung und die Weisheit zu bewahren. Doch Thamus lehnte ab. Er glaubte, die Leute würden ihr Gedächtnis nicht mehr benutzen, weil sie einfach alles nachlesen würden. Niedergeschriebene Worte, so dachte er, bergen keine Weisheit, sondern erwecken nur den Anschein. Du willst nicht, dass deine Worte aufgeschrieben werden, damit andere nicht so tun können, als wären sie schlau. Wie Tiere in einem Bild bleiben die Worte unbeweglich. Stellst du ihnen eine Frage, verharren sie in würdevollem Schweigen. Und ganz gleich, wie oft man fragt, geben sie doch immer nur dieselbe Antwort. Sie können ihre Botschaft nicht verteidigen. Das ist der Teil, der dir gefällt. Die Verteidigung deiner Worte. Jeder, der spricht, sollte seine Worte verteidigen, wenn sie hinterfragt werden. Deshalb spreche ich, anstatt zu schreiben. Und deshalb werden alle Worte, die meinen letzten Atemzug überdauern, die sein, an die sich die Leute erinnern wollen. Diese Worte werden wahre Weisheit sein und nicht nur eine Illusion. Ich sollte los. Ich bin froh, dass du frei bist. Ich auch. Aber da wäre noch etwas, wenn du gestattest. Ich kann dich wohl kaum aufhalten. Wir glauben gern, dass Taten stets ein Fortschritt sind. Aber in Wahrheit geht es meist um Kontrolle. Je mehr wir handeln, desto mehr Kontrolle scheinen wir zu haben und desto weniger überlassen wir anderen. Doch wenn wir zu fest zugreifen, zerquetschen wir, was wir bewahren wollen. Und das heißt? Das heißt, dass sich das Leben manchmal entwickeln muss, ohne dass wir den Ausgang beeinflussen. Das merke ich mir. Das hätte ich fast vergessen. In deinem Brief schriebst du, du müsstest mich etwas fragen. Was denn? Weißt du, das habe ich inzwischen vollkommen vergessen. Pass auf dich auf, Cassandra. Halt dich aus Ärger raus, Sokrates.
Willkommen! Wir sehen uns da! Bis zum nächsten Mal. Nein, nicht.
Serkome! Wo bist du hin? Von deinem Sohn! Heute lernst du hartes.